Hallo liebe Studierende, mein Name ist Martin Schulz, ich bin 23 Jahre alt und studiere in Bamberg im Master BWL. Ich kandidiere für die liberale Hochschulgruppe für den Senat. Ganz klare Antwort, ja. Die studentische Selbstbestimmung und Freiheit wird durch die aktuelle Regelung stark eingeschränkt. Ein großes Problem der Anmeldungszeiten ist im Moment, dass wenn kurz vor den Prüfungen etwas Unvorhergesehenes passiert, der Student nicht mehr mit der Anmeldung reagieren kann und er sofort grundsätzliche Probleme gestellt wird. Daher fordert die LAG ganz klar eine Verlängerung der An- und Anmeldungszeiten für die Prüfungen. Nein, und es besteht großer Handlungsbedarf. Einige Gebäude sind hinreichend barrierefrei, aber in anderen besteht massiver Handlungsbedarf. Daher fordert die LAG Bamberg sofortige Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit an der Universität. Besonders wichtig ist für uns hierbei, dass trotz Denkmalschutz die Würde und Freiheit des Menschen im Vordergrund stehen muss. Ja, denn das Wohnungschaos in Bamberg führt zu teilweise menschenunwürdigen Zuständen. Zwar ist die Universität nicht für die Beherbergung der Studierenden zuständig, jedoch nimmt sie dieses Problem in Kauf, indem sie jedes Semester mehr und mehr Studierende immatrikuliert. Daher fordern wir eine bessere Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Universitätsleitung, Studentenwerk und der Stadt Bamberg, um das Problem zu beheben. Nein, die liberale Hochschulgruppe ist der Meinung, dass Umweltfragen an der Hochschule Bamberg nicht ausreichend berücksichtigt werden. Das Thema Umweltschutz ist ein gesellschaftlich sehr wichtiges Thema und unserer Meinung nach müssen Studierende mehr hierfür sensibilisiert werden. Daher fordern wir zum Beispiel mehr Möglichkeiten zur aktiven Mülltrennung und fordern auch, dass über den Einsatz von Papier effizienter nachgedacht wird. Ferner ist das Thema Energieverbrauch und Energieeffizienz ein wichtiges Thema, um welches sich die Universitätsleitung kümmern muss. Die immer höhere Zahl an Studierenden führt mit sich, dass immer mehr Arbeitsraum benötigt wird. Jedoch sind die vorhandenen Räume auf viel geringere Studierendenzahlen ausgelegt und reichen bei weitem nicht mehr aus. Daher fordern wir die Erweiterung des Raumangebots für Arbeitsgruppen, für Besprechungen und Lerngruppen. Liebe Studierende, vielen Dank für das Anhören meines Statements und ich möchte euch bitten, am 5.7. doch alle wählen zu gehen. Gleich was ihr wählt, Hauptsache ihr geht wählen. Denn es ist wichtig, dass die studentische Vertretung legitimiert ist und dass ihr eure Stimme nutzt. Vielen Dank auch für fake.de für die Möglichkeit des Interviews und allen noch einen schönen Tag.